Hola, hola, moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zur neuen Folge Oceans Horn 2. Und wir befinden uns jetzt gerade hier. Und zwar sind wir gerade hier beim im Tempel von Pirka und haben dann letztes Mal ja schon ein, zwei Sachen geschafft. Kann ich auch Feuer reinschießen? Ah, guck mal. Oder auch nicht. Da was anderes reingeschossen werden? Weiß es nicht. Ja, bevor wir jetzt weiter verballern hier. Nein, ich wollte nicht schießen. Ja. Wir müssen wohl doch nochmal mit dem Schwerkosten. Mit hier. Mit Eisenklaue. Gucken wir mal auf. Da sitzt da ja der Ole Honk. Ich kann uns noch einen Tipp geben, was wir da oben machen können. Schauen wir nochmal nach. Was würdest du gerne kaufen? Warte, rote Drachenschuppe. Achso, nichts. Okay, also viel mehr können wir gar nicht mit ihm reden. Also wir müssen da hoch, aber wir müssen da wahrscheinlich was anderes abschießen. Vielleicht muss das ja Eis sein anstatt. Weiß nicht, wir gucken mal. Irgendwas sein, was zu uns passt. Ja. Warten wir kurz, bis wir wieder runterkommen. Dreht sich an. Also er geht leider nicht ganz, ganz nach oben. Aber so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Mann, ey. Ich hätte gedacht, das ist Feuer. Oder? Jetzt nochmal einfach mal auf. Hey, das ist es nicht. Da müsste ja irgendwas anderes passieren. Was kann man denn dann noch nehmen? Wir können ja mal mit Schnee schießen. Also mit Eis. Aha! Okay. Gut, wir müssen auch die andere Seite noch abschießen. Behaupte ich mal. Nicht so viel gebracht, oder? Bin ich irgendwo hin? Also die Eisentür ist hier Zugang unten. Was jetzt irgendwie nicht so geil ist. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte hier. Fragen wir die Eulen nochmal? Bitte Statue enthüllt ein Geheimnis. Ist doch komisch. Das ist doch komisch. Wollen wir reinspringen? Und testen? Okay, das geht. Was passiert da? Aha! War das wohl der Sinn der Sache? Gut. Okay, sind wir jetzt hier oben? Keine Ahnung, hier können wir jetzt eine Glaskuppe, geht's ganz nach unten. Da ist irgendwas anderes. Kann man da wieder mit runterkommen oder was ist das? Nein, nicht, ne? Okay, gehen wir jetzt mal nicht rein. Wir gehen erstmal hier raus. Gucken, was hier draußen ist. Bisschen gespannt hier. Bekommen hier. Hört sich krass nach dem Vogel da oben an. Ist ja dieser Vogel, den wir suchen. Der ist bestimmt da oben irgendwo. Wenn wir da irgendwie hochkommen.
der Feuervogel, von dem die alle geredet haben. Die können wir zumindest noch ein bisschen vorbereiten. Mit Munition aber jetzt. Aber wie komme ich da hoch, ist die Frage, ne? Also rundherum komme ich jetzt nirgendwo hoch, dann müssen wir vielleicht doch mal dieses Beam-Teil benutzen. Vielleicht kommen wir daher ja hoch. Nochmal. Achso, dann sind wir wieder unten. Okay, das war nicht so viel. Macht nicht so viel Sinn. Gehen wir mal rein. Zack. Oh, gut, dann müssen wir nochmal raus. Wie kommen wir denn da hoch? Mal gucken, ob wir da einen anderen Weg finden. Hat doch gleich die Kante zu, ne? Nee, was los? Dann können wir da vielleicht. Mal hier rundherum gucken, ob da nicht irgendwas gibt, wo man da irgendwie hochziehen kann. Das sieht nicht so aus. Bringt uns dieses Ding, ne? Dass ich dann noch irgendwie auch höher schleudern kann oder so. Irgendwo rankommen? Wahrscheinlich, ne? Ja, von hier oder irgendwo hin? Warum kann ich auch nicht? Vogel hört man die ganze Zeit nur da rumfleddern. Wirklich irgendwie. Mhm. Aber das ist nicht der Sinn der Sache, ne? Was kann es denn sein? Übersehe, irgendwas übersehe ich. Das ist was? Übersehe ich hier. Da habe ich mir vorstellen können, dass man da irgendwie hochkommt. Oh. Ja, irgendwie kommt man da nicht hoch. Die blöden Mitteilungen da waren. Hm. Ja, dann muss ich das mal ausstellen. So, was kann man da machen? Mal überlegen. Okay, müssen wir mal gucken. Können wir auch hier ein Leben nochmal holen? Und der Vogel zu gammeln. Kann man hier hoch? Okay, hier kann man auch hoch, ne? Okay. Sieht ja nicht aus wie eine Leiter. Aber wenn man da hoch kann, ist ja nicht schlecht. So, wir hören ja schon den Vogel umflattern. Okay. Durch.
weit bis ins Feuer. Ich behaupte mal, wir müssen bestimmt auf die Türme rauf, um den irgendwie zu erledigen. It's the Firebird Chief warned us about. Okay, da können wir. Da können wir hoch, wenn wir das Ding abschießen. Dann kann man uns da so einen Haken freimachen. Sehr gut. Also da der Haken. Oh, was ist das? Ah, der verbrannte Flugblatt! Keep away from the flame! No, keep away from the flame! Ja, das ist ein Anfang. Also, Knopf, oder? Also, wir haben ja diesen. Die Kralle ist ja relativ neu. Ich behaupte mal, dass wir die wie bei Zelda-Style-mäßig benutzen müssen, um den Boss irgendwie anzugreifen. Aber diese Steuerung ist ein bisschen. Die hakt so ein bisschen. Ach, komm, nee, komm runter. Da ist der Vogel. Ah, guck mal, man kann den Haken ansetzen. Okay. Ah, sind meine. Ich sehe doch was, ey. Ich sehe hier gar nichts, ey. Oh, komm mal wieder zurück. Ich hoffe, dann bin ich tot, oder nicht? Guck mal da. Okay, guck mal, da fliegt er. Okay, wir haben ja schon die Hälfte seines Lebens weggemacht. Wenn jemand vorbeikommt, könnte ich ihn nochmal schnappen. Oh. Der schießt aber ganz schön zu Feuer, ne? Ah! Der Vogel. Ah, jetzt. Oh nein. Von die falsche Richtung. Aber da ist jetzt noch da, okay. Look! The weak spots are exposed! So ein bisschen Schaden zugefügt, wie man sieht. Geht der weg? Da sehe ich ihn gerade. Kommt bestimmt gleich noch zum Rennen. Oh, da kommt er schon. Alter Schwede. So ein Asi. Guck mal, der hat mir die Hälfte meines Lebens weggenommen. Okay, der kommt da hinten angeflattert. Und. Alter Schwede. Also wenn er trifft, dann trifft er richtig, ne? So. Das war's schon. Also war jetzt nicht schwer, aber eine coole Idee umgesetzt, wie man den killen muss. Also das war schon ziemlich cool. Ja, sehr cool. Oh, ich setze das Emblem wieder rein. Once, we were not divided into talons and eyes. We were united and prospered under Natu, our bird goddess. Let the return of the emblem of Earth mark the beginning of a new age for the Aurus. Light shines under the beacon once again. But war is at our doorstep as a dark army marches from the outlands. Aurus will only survive if we stand together. Every Oru here will follow Natu. I say we accept Ambassador Iron Talon's offer and put our differences aside. It is time for Pirta to grow strong. Eyes and talons! We serve one god! Let her symbol decorate the flags of the sacred shrine once again!
Okay. Haben ein bisschen zum Frieden geführt. Hey, am Ende ist alles gut gegangen. Danke für all deine Hilfe. Machst du dich jetzt wieder auf den Weg in die Weiße Stadt? Du kannst das Boot nehmen und die Herausforderung der Oststraße annehmen und zu Fuß ganz gehen, wie du möchtest. Hier ist der Schlüssel zum Stadttor. Ich habe einen Schlüssel zur Truhe zum Hohen Nest. Frage, wo das Hohe Nest ist, ne? Jetzt, da du Joker-Tür besiegt hast, werden die Leute wieder zurück in den Dschungel ziehen. Wenn du in vielen Jahren irgendwann zurückkehrst, wirst du eine Art einen Dschungel vorfinden. Ein anderer Art. Möchte ich mich für den Verhalten von dir entschuldigen. Du hast ein gutes Herz und bist ein talentierter Kämpfer. Genau das, was die Welt im Moment braucht. Okay. Schön, dich zu sehen, Feldoffizier. Ja, es tut mir leid, dass meine Brüder dich angegriffen haben. Ja, alles gut. Das ist eine Truhe, aber ich kann da nicht hin. Mal die rausziehen, die Truhe? Jungs und Jungs sind dunkle Soldaten. Gut, wir haben es besiegt. Ich danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es weiter. Wieder zurück in die Weiße Stadt. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.